Ein Standort für einen Tetra-Funkmast für den neuen Digitalfunk, hoch über Deckendorf beim Dorf Rheinprechting. 53 Meter hoch wird der Turm. Noch in dieser Woche soll der Bau beginnen. Die Anwohner glauben, eine solche Strahlungsquelle so nah an ihren Häusern könnte gefährlich für die Gesundheit sein. Denn anders als Handymasten sendet der Tetra-Funk permanent. Das Wichtigste ist halt, dass dieser Tetra-Turm 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr permanent die Menschen bestrahlt. Und wir wohnen da 200, 300 Meter weg und können uns ja praktisch überhaupt gar nicht mehr erholen von diesen Strahlen. Ja, das handelt sich um eine gepulste Strahlung. Und das heißt also, die ist nahe der Herzfrequenz und wird permanent abgegeben. Ich kann also ein Handy ausschalten oder WLAN zu Hause ausschalten, wenn ich Feierabend habe oder Wochenende oder einfach meine Ruhe haben will. Aber hier kann ich eben nichts abschalten. Der zweite Deckendorfer Tetra-Funkturm soll ans andere Ende der Stadt. Der Stadtrat hat beide Standorte abgelehnt, ohne Erfolg. Selbst bei der Feuerwehr, die den neuen Digitalfunk nutzen soll, ist man skeptisch. Der alte analoge Funk funktioniert, beim Digitalfunk ist das nicht sicher. Die teuren, funktionierenden analogen Funkgeräte müssen alle ausgetauscht werden. Probleme für die Feuerwehr weniger, aber für die Kommune. Denn es sind ja doch immense Kosten, die über Nacht auf uns zukommen. Wir müssen also die gesamte Infrastruktur vom Meldeempfänger bis zum Fahrzeugfunkgerät müssen wir eigentlich entsorgen und bekommen dann neue digitale Geräte. Und das tut auch in meiner Funktion als kommunaler Vertreter im Stadtrat schon ein bisschen weh, wenn man hier sieht, was man hier Geld ausgeben muss. Gegen den geplanten Tetra-Sendemasten hat ein Anwohner in Deckendorf mit Unterstützung seiner Nachbarn vor dem Verwaltungsgerichtshof in München geklagt. Über die Klage ist noch nicht entschieden. Der Baubeginn jetzt, sagen die Tetra-Funkgegner, sei viel zu überstürzt. Eigentlich sollte ja die Regierung abwarten, was die Richter hier entscheiden. Ja, und wie gesagt, wir haben jetzt seit heute gleich früh mit unserem Rechtsanwalt telefoniert, der jetzt versucht, einen Eilantrag am Verwaltungsgericht in München zu fordern. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Weil, wie gesagt, die Nachricht, dass am Donnerstag schon gebaut werden soll, die hat uns natürlich getroffen wie der Blitz. Vom bayerischen Innenministerium war heute keine Stellungnahme zu bekommen. In Deckendorf werden wohl bald die Bagger anrollen.